Hallo, heute gibt es meinen Erfahrungsbericht zum zweiten Trimester der Schwangerschaft. Und ja, ich muss sagen, das war durchaus das angenehmere Trimester von den beiden, die ich jetzt erlebt habe. Und die Übergangsphase war noch so ein bisschen mit Übelkeit und manchmal ein bisschen Schwierigkeiten mit Übelkeit, aber insgesamt doch relativ ganz gut. Ich habe wieder mehr essen können und vertragen können und war auch insgesamt nicht mehr so empfindlich. Also mir ging es auch emotional etwas besser. Aber ja, also dafür gab es dann halt andere Sachen, wie dass der Bauch ein bisschen mehr gewachsen ist. Gerade gegen Ende des zweiten Trimesters war der doch dann sehr präsent schon und die Haut fängt auch an, dann sich zu dehnen. Ich hatte zum Glück noch genügend Haut übrig, weil ich mal früher ein bisschen kräftiger war. Dass das eigentlich lange Zeit jetzt ging, ohne dass man irgendwie großes Ziehen oder sowas hatte. Aber irgendwann so Ende sechster Monat hat dann angefangen, meine Haut auch zu jucken. Und das tut sie auch immer noch. Und man sieht auch so, dass sich die Haut einfach dehnt. Und da muss man auf jeden Fall jeden Tag eincremen, einölen, eincremen, einölen. So oft es geht, wie man irgendwie Zeit hat. Am besten sogar zweimal am Tag, einmal morgens, einmal abends. Ich merke halt, dass die Haut das jetzt braucht, um geschmeidig zu bleiben. Die Brüste haben sich jetzt nicht sehr viel verändert, außer dass mir aufgefallen ist, dass sich sozusagen, also einmal hat sich der ganze Bereich, so Brustwarzenbereich und auch der Vorhof, dunkler eingefärbt, aber das hat schon ja, ganz am Anfang schon an, so begonnen, ich sag mal, zweiter, dritter Monat war das schon. Und jetzt sind sie wirklich komplett richtig dunkel, also das Baby sollte die jetzt finden. Und auch die Brustwarze selbst hat sich verändert. Also vorher war die so, dass die auch mal sich nochmal zurückgezogen hat. Also nicht die ganze Zeit wie steif war oder sowas, sondern halt auch mal entspannter war und sich halt auch dann dementsprechend verändert hat, wenn es kalt war oder so. Das tut es immer noch, aber insgesamt wirkt jetzt zum Beispiel ja, der Nippel einfach wie dauerhaft hart. Also man merkt es auch durch den BH, selbst durch den leicht also leichten Kappi-BH, merkt man das doch manchmal ganz schön durch. Und also das hat sich verändert, definitiv. Die Brust ist ein Ticken mehr geworden jetzt nochmal, aber nicht viel mehr. Also das war schon im ersten Trimester relativ. Ich denke, gegen Ende des dritten Semesters, Semester sage ich schon, Trimester, wird das dann noch mal mehr werden, kurz bevor die Milchproduktion so richtig anfängt. Aber im zweiten Trimester ist es halt jetzt nicht wirklich mehr geworden. Also Bauch ja, Brust nein. Jetzt ist es wieder so ein Verhältnis, wo ich mir gedacht habe, toll. Aber okay, so ist das halt, ja. Ich habe halt noch nie viel Brust gehabt und das wird wahrscheinlich auch jetzt nicht so wirklich der Fall sein. Ich habe weiterhin zugenommen, also ich bin jetzt so bei 60, zwischen 60 und 61 Kilo. Bin jetzt im siebten Monat. Das heißt, ich habe im zweiten Trimester auf jeden Fall nochmal gut zugelegt. Aber wenn man jetzt mal guckt von der Ausgangsposition, also mit 54 Kilo, 6 Kilo mehr oder auch vielleicht 6,5 Kilo mehr, ist in Ordnung. Also pro Monat ein Kilo mehr ist jetzt nicht wirklich schlimm. Ich hatte vorher ein normales Gewicht, also so 12 Kilo insgesamt wären jetzt auch gar kein Problem oder auch sogar 2-3 Kilo mehr. Ich hoffe, es bleibt so. Ich weiß es noch nicht. Sorry für die vielen Schnitte, aber ich verspreche mich andauernd und dann kriege ich den Satz nicht mehr hin. Jetzt beginnt das so, dass mehr Fruchtwasser nochmal produziert wird, noch ein bisschen mehr gedehnt wird. Also damit wird ja schon mal der Bauch mehr gedehnt, damit das Kind dann auch später wirklich genügend Platz hat. Und das geht relativ schlagartig, das merkt man. Ich muss noch häufiger pinkeln als vorher. Das ist wirklich was. In der Anfangsphase war das noch eigentlich alles relativ normal. Jetzt im zweiten Trimester war das wirklich mehr. Also ich bin immer zwischen 4 und 5 Uhr wach geworden, so meistens im Schnitt, und musste pinkeln, manchmal auch nochmal dann kurz vor 7, 7 rum, ein zweites Mal, also im sechsten
Monat definitiv musste ich fast jede zweite Nacht zweimal pinkeln. Manchmal bin ich auch ein bisschen früher dann wach geworden. Aber ja, ich musste immer pinkeln und habe dann wirklich auch bis 8 oder 9, also eher bis 9 geschlafen und manchmal auch bis halb 10. Also müde bin ich nach wie vor. Schlaf ist inzwischen etwas besser geworden. Also ich habe ja extreme Schwierigkeiten gehabt, einzuschlafen, durchzuschlafen. Das geht nicht mehr. Selbst wenn ich abends nichts mehr trinken würde, ich müsste irgendwann pinkeln, weil die Blase kleiner geworden ist. Aber Schlaf insgesamt ist ein bisschen besser geworden. Also ich habe das Gefühl, mich besser erholen zu können. Es ist zwar jetzt kein Riesenunterschied, aber es ist fast genauso wie vor der Schwangerschaft mit der Schlafqualität. Also auch wenn ich dann mal Pipi machen muss und nachts wach bin und dann wieder ins Bett krieche und dann nochmal Pipi machen muss und wieder ins Bett krieche, ist es meistens so, dass ich relativ genügend Schlaf kriege, so dass ich einigermaßen fit bin. Ich war auch schon vor der Schwangerschaft so, dass Schlaf mir meistens nicht die Erholung geboten hat, die ich mir davon erhofft hatte. Also von daher ist es nicht viel Unterschied. Aber es ist jetzt auf jeden Fall besser als im ersten Trimester. Was sich auch noch verändert hat, ist meine Haut. Also im ersten Trimester hatte ich ja eher so mal mit Unreinheiten zu kämpfen. Inzwischen und auch mit Ausschlägen, muss ich dazu sagen. Also Ausschläge hatte ich ja auch hier im Dekolleté-Bereich, teilweise am Rücken nochmal gekriegt. Gar nicht mehr. Ich habe so schöne Haut, ich glaube, das letzte Mal als Kind gehabt. Wenn überhaupt, also ich meine, es ist natürlich nicht eins zu eins wie als Kind, da war die Haut noch ein bisschen straffer und schöner. Aber insgesamt so ausschlagstechnisch, also ich habe keine Ausschläge mehr. Ich habe so gut wie keine Pickel, also ich habe mal vielleicht ein Mini-Pickelchen, wo man vielleicht so minimal Talgeinlagerungen hat, aber richtige so entzündliche Pickel, gar nichts mehr. Absolut, ich habe so schöne Haut, wie ich sie seit Jahren nicht mehr hatte. Und ich weiß nicht, ob ich jemals im Erwachsenenalter so schöne Haut hatte, wie ich sie jetzt habe. Keine Ahnung. Schwangerschaftshormon, Kind. Also inzwischen hat sich das so eingependelt, dass meine Haut wirklich sehr, sehr schön ist. Und ich bin auch so, ich habe zwar immer noch sehr unterschiedliche Hauttöne, also auch Pigmentierungsstörungen in meiner Haut, gerade im Gesicht, was mich jetzt nicht arg stört. Aber dass ich jetzt auch mal ohne Make-up rausgehe, ja. Das Einzige, was ich abdecken muss, sind meine Augenringe, weil die sind immer noch ganz schön da. Ja, aber ich bin total happy darüber. Es ist eine schöne Sache. Freue ich mich drüber. Dann, was jetzt auch gegen Ende des zweiten Trimesters war, ist einfach, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr so große Portionen essen. Es war wirklich schlagartig. Von heute auf morgen hatte ich das Gefühl, dass, also es war nicht wirklich so schleichend, wo man sich denkt, oh ja, es wird immer ein bisschen weniger. Nee, es war von heute auf morgen. Ich konnte noch nie große Portionen essen, aber wirklich, selbst als ich noch Hunger hatte, das eine Mal, ich konnte nicht weiter essen, weil es einfach so viel ist. Und ich merke auch, dass ich kleinere Portionen essen muss, wirklich 5, 6 Mal am Tag essen muss. Ja, weil sonst schaffe ich das nicht, sonst habe ich Hunger und das ist auch wirklich was. Also ich habe ständig Hunger gehabt. Ab dem 6. Monat war das ständig Hunger. Ganz schlimm. Ich könnte eigentlich die ganze Zeit mal sowas snacken, hier was essen, da was essen und das versuche ich dann auch zu machen und gebe da auch nach und mache das, weil es einfach, ich denke, sinnvoller ist, dem nachzugeben, ja. Weil offensichtlich braucht dein Körper dann was. Und wenn man nicht mehr so große Portionen essen kann, ist klar, dass man öfters mal kleine Sachen sich holt. Und das ist jetzt nicht wirklich störend, aber ich merke das halt, dass es ein Unterschied ist. Und auch wenn ich frisch gerade gegessen habe und mich dann irgendwie hinlege, so auf die Seite lege oder sowas, weil ich seitlich halt Fernsehen gucken will oder sowas, weil ich lege mich jetzt wirklich mehr auf die Seite zum Fernseh gucken und versuche nicht den ganzen Tag zu sitzen. Da gibt es auch noch seine Gründe für. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass dann schneller das hochsteigt und man eher mal so den sauren Geschmack von der Magensäure hat oder das Gefühl hat, dass das Essen hochsteigt.
Also da muss man sehr erhöht mit dem Oberkörper liegen, dann geht das, aber das ist was, was wirklich unangenehm ist. Und auch vor allem, wenn man dann ein bisschen was gegessen hat, dann viel nachzutrinken geht auch nicht so gut. Was auch eine große Sache ist, was mir sehr gut gefällt, was ich sehr schön finde, ist, dass man natürlich jetzt das Kind deutlicher spürt. Und auch so die Bewegung, die Tritte, Schluck auf, das ist total schön. Also ich merke das dann auch, wenn er dann wach ist und aktiv ist, das am liebsten natürlich nach wie vor nachts und spät abends. Also irgendwie ist das eine kleine Nachteule. Und es ist wirklich so, dass das immer zu den gleichen Uhrzeiten so ist, dass er da seine extrem langen Phasen hat, wo so extrem lang von 5 Minuten, wo er dann sich mehr bewegt und übt und trainiert und man merkt, er macht was. Das ist halt hauptsächlich wirklich spät abends und nachts. Was ich merke, ist halt einfach, wenn dann mal so ein Füßchen da ist, ne, das spürt man auch sehr deutlich, dass das schon ein richtiger Fuß ist. Und er tritt dann irgendwo hin und ich gehe dann so mit den Fingern dagegen und drück so dagegen und red mit ihm und oder massiere da den Bauch und so. Und wenn ich dann aufhöre und die Finger wegnehme und aufhöre zu reden, dann tritt er wieder an die gleiche Stelle. Und das machen wir dann irgendwie so 5, 6 Mal hintereinander. Und das ist wirklich so, man merkt also, er reagiert da drauf, er kriegt das mit. Und das ist halt was ganz, ganz Schönes. Es rumpelt allerdings auch manchmal ganz schön, ja. Also, das ist nicht mehr so wie am Anfang, so die leichten, süßen Bewegungen, sondern da kann es schon mal wirklich auch mal unangenehm sein, wenn er so gegen die volle Blase tritt, weil es ihm gerade Spaß macht, keine Ahnung, dann tut das schon weh. Ja, aber es ist halt, also ich finde es sehr, sehr schön, das so spüren zu können. Und ja, es ist einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und ich glaube, das ist auch so mit das Schönste, was man im zweiten Trimester so hat. Man kann sich noch relativ gut bewegen. Heben darf ich nichts mehr, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Darf ich ja schon länger nichts mehr, weil sich eben der Gebärmutterhals verkürzt hatte. Relativ schnell, also innerhalb von 6 Wochen von 4,6 cm auf 1, sag ich schon, 3,2 cm. Das war schon relativ so, dass mir dann die Frauenärztin nahegelegt hat, nichts mehr zu heben, nichts mehr zu machen. 4 Wochen später hatte ich dann nochmal einen Kontrolltermin und da war dann der Gebärmutterhals auf 3,4 und etwas besser geschlossen als vorher, weswegen sie dann gesagt hat, das sieht schon mal besser aus als vorher, aber glauben Sie nicht, dass Sie jetzt hier wieder anfangen dürfen, Sachen zu heben und sich nicht zu schonen. Sie hat gesagt, absolut weiterhin schon oft die Füße hochlegen. Zusätzlich hatte ich kurz vorher noch einen Hebammentermin gehabt bei meiner Hebamme und da wurde es erstmal ein Venenschreiber eingesetzt und da hat man innerhalb von dieser Messung zweimal schon sehr relativ deutliche Ausschläge gehabt von der Gebärmutter und sie hat mir dann auch gesagt, das ist für die Woche einfach noch zu früh, noch zu viel Aktivität. Und da habe ich dann auch was verschrieben bekommen von Veleda, da ist Milchzucker drin. Ich vertrage Milchzucker nicht sonderlich gut, aber ganz ehrlich, eine Alternative habe ich jetzt nicht gefunden und ich habe es einfach bestellt gehabt, weil ich da gar nicht drüber nachgedacht habe. Und keine Ahnung, ob es jetzt wirklich hilft. Ich nehme das morgens, mittags, abends, eine Messerspitze von, das ist wirklich nicht viel. Und immer dann, wenn ich merke, dass der Bauch zu oft hart wird oder ja, wo ich merke, dass halt einfach zu viel Bewegung drin ist von der Gebärmutter, dann nehme ich das auch nochmal so eine Messerspitze voll. Und ja, das hat auch nochmal ganz gut geholfen. Das Aufregendste und gleichzeitig Erschreckendste im zweiten Trimester für mich war eben diese Blutung, die ich hatte und das halt recht spät freitags nachmittags. Ich habe niemanden so von den Frauenärzten in der Umgebung dann erreicht und habe meine Hebamme angerufen und die hat es dann für mich gleich geregelt, dass ich ins Krankenhaus gehen konnte. Aber ihr könnt euch auch nochmal den Vlog dazu wirklich gerne separat anschauen, findet ihr in der Infobox und auch in der Infocard. Das hat wirklich, also ich habe momentlang, glaube ich, einfach nur Panik gehabt und gedacht, ich verliere jetzt mein Kind.
Und das ist, obwohl das alles nicht geplant war, war es für mich nie so, dass es kein Wunschkind ist. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war keine geplante Schwangerschaft, keine geplante Sache, dass ich jetzt sage, ich will jetzt Kinder haben, aber ich habe mir das immer gewünscht und für mich ist es damit auch ein Wunschkind. Und dieses Gefühl, diese Angst, dass man das Kind jetzt verlieren könnte, das war echt ganz schön enorm. Also ich hätte damit nicht gerechnet und ich war wirklich dann eine gute halbe Stunde voll durch den Wind, habe mich aber dann gezwungen, wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Und ich kenne das gar nicht von mir, weil ich sonst, selbst wenn ich mir irgendwie voll in die Hand geschnitten habe oder sowas oder mich stark verletzt habe, das ist mir auch schon in meinem Leben ein paar Mal passiert. Ich bin einfach extrem ruhig geblieben. Ich habe immer, jetzt musst du dies, jetzt musst du jenes machen, also komplett emotionslos quasi die Entscheidung getroffen, damit ich möglichst das Beste in der Situation mache und mich nicht eben von meinen Gefühlen übermannen lasse. Aber in der Situation, ich konnte nichts dagegen machen. Das hat mich einfach so gepackt. Ich hätte es nie gedacht, dass das so extrem ist, aber ich hatte so Angst gehabt. Und dann habe ich gedacht, im nächsten Moment, beruhig dich, es ist wahrscheinlich nichts Schlimmes, weil der Kleine hatte sich ja ungefähr eine Stunde vorher bewegt und es hat sich nicht komisch angefühlt. Also ich hatte auch nicht eine Sekunde lang vorher dieses Gefühl gehabt, oh, irgendwas ist nicht in Ordnung, sondern es war einfach nur dieser Anblick von dem Blut und es war halt nicht wenig Blut, das hat mich schockiert. Und dann war ich einfach nur froh, dass nicht wirklich was Schlimmes war, sondern dass es wirklich alles in Ordnung ist mit dem Kind. Ich habe wirklich auch gemerkt, dass ich dann im Notfall ist jemand vor Ort. Im Notfall kann man einfach hinfahren, es wird sich um einen gekümmert, man braucht keine Angst haben. Und das hat mir auch so ein bisschen die Panik davor genommen, wenn mal irgendwas sein sollte. Also insofern habe ich auch da was Positives, was Gutes dran. Dass ich eben jetzt weiß, okay, wenn es mal sein muss oder sollte, brauche ich keine Panik schieben, das geht alles in Ordnung. Das war für mich, glaube ich, auch eine ganz wichtige Erfahrung. Und ja, insgesamt habe ich mich ja schon vorher relativ viel geschont, aber das Wochenende zum Beispiel darauf habe ich eigentlich fast 90% mich ausgeruht, viel gelegen. Gerade samstags habe ich eigentlich fast komplett liegend verbracht, mal auf der einen, mal auf der anderen Seite. Und Marvin hat hier den Laden geschmissen, so gut es ging. Und wir haben halt dann auch Samstag und Sonntag zusammen gekocht. Beziehungsweise das meiste hat er wirklich Marvin gemacht. Und ich habe ihm so ein bisschen assistiert, beziehungsweise eher gesagt, was ich gern hätte und was er zu machen hat. Aber das kennen sicherlich einige da draußen. Das kann er eigentlich überhaupt nicht ausstehen, aber wer kann das schon wirklich ausstehen? Ja, aber da habe ich auch gemerkt, ich kann da auf ihn zählen. Das ist nämlich nicht immer so einfach. Und ja, also das war schon so eine ziemlich krasse Erfahrung, würde ich behaupten. Und deswegen, ich merke auch einfach, ich kann nicht mehr so wie vorher. Ich kann Sachen nicht mehr so heben. Und das ist von Tag zu Tag, je weiter ich in der Schwangerschaft bin, merke ich, das zeigt mir mein Körper auch sehr deutlich, bis wohin, ja. Und ich bin froh, dass ich jetzt das Magnesium nehme, weil ich gemerkt habe, das hat wirklich gefehlt. Obwohl ich Quinoa, Hirse, gesund und so weiter. Aber es kann natürlich sein, einmal, dass der Bedarf so groß ist, dass der Körper das aus der Nahrung nicht rausziehen kann, was ich ihm gebe. Also das, was ich quasi esse, nicht ausreichend ist und trinke. Es kann aber auch sein, dass einfach mein Körper bestimmte Dinge nicht so gut aufnehmen kann und dadurch auch schlechter weitergeben kann. Und dann entsteht natürlich quasi ein Mangel. Und dann kann das natürlich auch passieren, dass die Gebärmutter sich öfters mal zusammenzieht. Und wenn ihr sowas habt, immer mit dem Arzt absprechen wegen Magnesium. Ich denke, das ist gar nicht so verkehrt. Und das mache ich auch jetzt. Also ich nehme jetzt das Magnesium. Verstopfung habe ich jetzt keine. Das Magnesium, je nachdem wie viel ich nehme,
vertrage ich gut. Ab einer gewissen Menge wird es ausgeschieden und das merkt man dann auch, dass man dann weniger braucht. Und ja, jetzt hat sich das eingependelt. Ich nehme zweimal so eine Kapsel Magnesium mit 200 irgendwas. Ich kann ja mal in die Infobox schreiben, wie das heißt. Das ist schon relativ hoch dosiert, aber wie gesagt, ich merke, dass zwei von diesen Kapseln morgens und abends für mich ideal sind, weil ja, also ich jetzt nicht damit darauf reagiere, dass das zu viel ausgeschieden wird, sondern dass der Körper das wirklich braucht. Und seitdem ich es nehme, gerade nach dem zweiten Tag, wo ich dann das angefangen habe zu nehmen, habe ich gemerkt, dass die Gebärmutter wesentlich ruhiger ist. Wesentlich. Und das hat mir gezeigt, okay, definitiv hier hat Magnesium gefehlt. Und das fand ich auch ganz wichtig. Ich habe garantiert irgendwas vergessen. Wie immer. Vielleicht kann ich noch ansprechen. Also jetzt trudeln ja peu à peu die ganzen Kindersachen oder Babysachen an. Die Erstausstattungsdinge werden besorgt immer mehr. Und man hat fast schon so die komplette Ausstattung zusammen. Also fast. Ich bin immer noch weit genug davon entfernt. Aber das. Die Vorfreude beginnt wirklich damit. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, dass man so dieses das aufbaut. Und es ist einfach sehr, sehr schön. Das genieße ich doch recht gut. Allerdings merke ich einfach, wie gesagt, dass mein Körper nicht mehr so das alles mitmacht, wie ich es gern hätte. Was mich manchmal ärgert. Aber ja, so ist das halt. Ich weiß auch, dass es nicht für immer so ist. Das hat alles seine positiven und negativen Seiten. Ich glaube, es ist auch ganz praktisch, sein Kind einfach rumtragen zu können im Bauch, statt dann noch einen Kinderwagen zu brauchen und x Sachen. Ja. So ist es natürlich praktischer. Ja. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ich wollte auch nicht länger als 9 Monate schwanger sein. Ich glaube, viel länger ist es auch nicht so angenehm. Was mir aufgefallen ist, gerade gegen Ende des ersten Trimesters zum zweiten Trimesters hatte ich doch relativ noch Kreuzschmerzen, also so Kreuzbeinbereich, und da habe ich ein Öl verschrieben bekommen, was ich auch benutzt habe. Das hat sehr gut geholfen. Aber auch insgesamt sind die Rückenschmerzen in dem Bereich wesentlich weniger geworden, was mich gewundert hat. Anscheinend hat sich das jetzt so positioniert in meinem Körper, dass es nicht mehr so gegen den Rücken drückt. Und das finde ich auch sehr angenehm. Trotzdem muss ich unheimlich aufpassen. Sobald ich irgendwas etwas Schwereres gehoben habe, habe ich schnell Kreuzschmerzen. Mache ich aber eigentlich nicht mehr. Also wenn es sich vermeiden lässt, mache ich das nicht. Halte ich auch für die bessere Variante. Und kurzatmig bin ich geworden, jetzt schon. Und mir hat auch meine Hebamme gesagt, bei dem Termin, den letzten Termin, den wir hatten, hat sie so gemessen, wo jetzt die Gebärmutter ist. Und dann meinte sie, okay, also der ist ganz schön weit oben schon, ne? So der Kleine mit der Gebärmutter zusammen natürlich. Und sie hat auch gesagt, also bei mir ist zwischen Bauchnabel und Rippenbereich wirklich unheimlich wenig Platz. Also gerade mal so ein bisschen was über eine Handbreite. Und bei vielen ist es mehr. Und sie hat gesagt, also bei mir wird es wahrscheinlich so sein, dass der recht früh unter den Rippen hängt und wenig Platz haben wird und ich dementsprechend noch kurzatmiger werde. Super. Ich habe halt einen sehr kurzen Oberkörper. Also ich habe ja Kurzgröße im Oberkörperbereich. Und das weiß ich schon lange und ich habe das schon vermutet und hoffe, dass das noch ein bisschen sich da nach vorne, so nach vorne ausdehnt, statt mir dann unter der Rippe zu hängen. Aber da kann man nichts machen. Also ist wie es ist. Ja, also insgesamt ein paar schöne, ein paar nicht so schöne Erlebnisse, aber mehr schöne, muss ich wirklich sagen. Also das zweite Trimester, da wird man dann wirklich, also da sieht man dann auch richtig schwanger aus und fühlt sich auch wirklich schwanger. Am Anfang kann man das noch nicht so ganz so glauben, aber jetzt so gegen Ende des zweiten Trimesters war es wirklich für mich, okay, du bist Mama. Umso mehr ich das selbst dann auch im Spiegel gesehen habe, umso mehr habe ich das dann auch wirklich realisiert. Das realisiert man auch vorher, aber irgendwie noch mehr. Und ich habe auch dieses Gefühl, dass dieses ständig nachts pinkeln müssen, ne, und schnell mal wach werden, eigentlich eine super Vorbereitung ist für die Zeit, wo das Kind dann da ist, weil man dann einfach gewohnt ist, zu funktionieren, aufzustehen und zu funktionieren, ja.
Und ich habe das gemerkt, weil ich jetzt neulich den Diabetestest hatte. Der kommt nämlich auch zwischen der, ich glaube, 24. und 28. Schwangerschaftswoche oder 21., 22. Fragt mich nicht. Also ich habe ihn jetzt in der 24. Schwangerschaftswoche gemacht und ich habe Top-Werte. Also Anfangswert nüchtern war super, der Mittelwert war normal und auch der zweite Messwert war super schnell wieder runter, mein Blutzuckerspiegel. Und ja, mir hat der Diabetologe gesagt, also es könnten ruhig mehr Leute so einen guten Test absolvieren quasi, also fernab von Schwangerschaftsdiabetes, was mich auch so ein bisschen beruhigt hat. Nicht, dass ich jetzt das unbedingt geglaubt habe, aber ich habe mit der Gesundheit oft so zu kämpfen und ja, bin einfach nur froh, dass es da absolut in Ordnung war. Und ja, insgesamt, ich freue mich einfach nur auf den Kleinen und ich hoffe, dass bis dahin alles so eingerichtet ist, wie es sein soll. Es ist jetzt schon wesentlich besser. Wir haben schon die Zimmer besser eingeräumt. Es ist ein Großteil der Sachen ist da. Da bin ich schon mal beruhigter und kann deswegen nur sagen, ja, das zweite Trimester ist nicht umsonst das Schönere. Allerdings muss ich sagen, so wie das immer beschrieben wird, so, oh, dann ändert sich alles und auf einmal ist alles super und was weiß ich nicht, alles, was da versprochen wird, das, was im zweiten Trimester dann emotional alles so toll sein soll, das ist es bei mir auch jetzt nicht gewesen, aber insgesamt geht es mir besser. Definitiv. Also ich fühle mich wohler in meiner Haut, bis auf das halt, das am Bauch im Moment so spannt und ständig juckt und ich die ganze Zeit am liebsten kratzen würde. Aber besser ist es dann in dem Moment hinzugehen und einzucremen, was ich auch gleich tun werde nach diesem Video. Und ja, das war soweit mein Bericht. Wobei ich jetzt noch was hinzufügen könnte. Also was ich gemerkt habe, YouTube-mäßig, also ich habe mich doch relativ, auch wenn jetzt recht viele Videos kamen, auch in letzter Zeit, weil ich einfach, es hat sich so angesammelt, ich habe so viel Zeug gedreht gehabt und habe es einfach nicht online gestellt bekommen, weil ich dann mit anderen Sachen beschäftigt war. Ihr habt es ja mitbekommen, garantiert, wenn ihr meine Vlogs gesehen habt, dass das nicht so ohne war die letzte Zeit. Und ich bin eh nicht so der Mensch, der viel unter andere Menschen geht und viel mit anderen Menschen zu tun hat, auch wenn ich auf so einer öffentlichen Plattform bin wie YouTube. Aber ich habe das so gebraucht, mich mal zurückzuziehen und für mich zu sein, für mich und für den Kleinen da, einfach nur wir beide, ja. Und ich habe das so gebraucht. Und da merke ich auch, dass man so Trubel und drumherum nicht mehr so mag und erstmal auch sich, wie soll ich sagen, sich darauf konzentrieren möchte. Und deswegen habe ich auch oft dann nichts geschrieben, auch zusätzlich, ja, weil es mir einfach zu viel war. Ich habe einfach mich zurückziehen wollen und einfach mal für mich sein wollen mit dem Kind. Die Momente, wo er dann wach ist, genießen und ach, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe das einfach gemerkt, dass sich das ein bisschen verändert hat. Trotzdem gibt es natürlich weiterhin Videos und trotzdem, ich habe jetzt mal so das letzte halbe Jahr die meisten Kommentare schon beantwortet, weil ich habe gesagt, das geht so nicht. Ich habe jetzt vor einem Jahr komplett zurückgeguckt, meine Kommentare und alle gelesen und mal auch einen Daumen hoch gegeben, aber natürlich, wenn die so lange her sind, erwartet auch keiner mehr irgendwie eine Rückmeldung. Trotzdem habe ich deshalb letzte halbe Jahr da nochmal weitestgehend, auch nicht auf alle geantwortet, aber ich habe jeden einzelnen Kommentar gelesen. Jetzt bin ich noch, glaube ich, die letzten 2, 3 Monate, wo ich noch ein bisschen was machen muss, aber das mache ich auch peu à peu und ja. Ich bin irgendwie arg müde, bald kommt auch Marvin und ich habe Hunger und ich muss meinen Bauch noch eincremen. Deswegen jetzt sage ich wirklich mal tschüss. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Also falls mir noch was einfallen sollte, schreibe ich es wieder in die Infobox wie beim letzten Mal. Ich werde auch nochmal das Erfahrungsberichte-Video vom ersten Trimester verlinken und wenn dann das dritte fertig ist, garantiert auch noch das. Und ja, ich habe mich einfach gegen diese monatlichen Berichte gewehrt, weil es einfach. Ich habe das zeitlich nicht hinbekommen und dann war es für mich so schöner, das so zusammenzufassen, jetzt wieder in einem kompletten Trimesterbericht. Vielleicht mache ich das dann mit den letzten Monaten
so mal schauen, wie ich das zeitlich hinkriege und wie ich dran denke. Und ja, schreibt mir gerne eure Erfahrungen in die Kommentare und ja, dann sehen wir uns gerne in einem anderen Video von mir. Wir sehen uns. Ciao!